Hallo Freunde der Terrarienkunst, ich stelle euch heute mein selbstgebautes Waldterrarium vor. Dabei handelt es sich um ein Vitrinschrankterrarium. Temperaturen liegen hier um die 20 Grad bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 70%. Hier halte ich drei Laubfrösche und ein paar Rotkehlanoles. Die Rückwand hier hat sieben Bepflanzungsmöglichkeiten mit einem Abflusssystem, das direkt in die Rückwand eingebaut wurde. Wir können hier im Terrarium auf vier Lichtquellen zugreifen. Das Ganze hat einen Brunnen mit integrierter Pumpe, eine Beregnungsanlage und natürlich einen versiegelten Glasboden. Direkt im Terrarium habe ich ein Thermometer und ein Hygrometer verbaut. Die Sensoren hierfür sind komplett in die Rückwand integriert. Die Schrankvitrine besteht aus Fichte, hat eine versiegelte, selbst eingebaute Rückwand. Diese Rückwand besteht aus mehreren Schichten Fliesenkleber. Das Ganze ist ca. 1,90 m hoch. Die Scheiben bestehen aus Echtglas und in der Decke und in der Rückwand sind Belüftungsgitter integriert. Zunächst musste eine passende Vitrine gefunden werden. Nach langer Suche bin ich dann in den Kleinanzeigen fündig geworden. Die Vitrine wurde abgeholt, komplett auseinandergebaut, abgeschliffen und neu lackiert. Die Decke und die Rückwand habe ich durch USB-Platten ersetzt und mit Lüftungsgittern versehen. Auf dem Boden habe ich eine Glasplatte silikoniert. So, das Ganze wieder zusammengebaut, etwas stabilisiert, die Glasscheiben gereinigt und so sieht das Ganze mal aus, wenn es dann fertig ist. Für die Rückwand habe ich Lianen verwendet und totes, abgehangenes Holz direkt aus dem Wald. In die Decke wurden drei Löcher für die Leuchtmittel gebohrt und das ganze Terrarium wurde von innen aussilikoniert und abgedichtet. Außerdem wurde es mit Styropor ausgekleidet und strukturiert. Das Echtholz habe ich an die USB-Platten geschraubt und mit Bauschaum später stabilisiert. Die erste Schicht Fliesenkleber wurde aufgetragen, als erstes eine recht dünne Schicht als Grundhaftung. Dann immer dicker werdende Schichten von dem Fliesenkleber, zwischendurch natürlich durchtrocknen lassen. Am Ende Fliesenkleber mit Farbe mischen und bemalen. Das Ganze wird dann mit Sand und Kies bestreut, damit es nicht so glänzt. Der ganze Vorgang kann mit dem Durchtrocknen schon mal ein paar Tage dauern. Das Ganze durchgetrocknet sieht dann so aus, stabil und wasserabweisend. Zu den Bepflanzungsmöglichkeiten sage ich gleich noch was. In die Rückwand selber habe ich Lochbohrungen eingearbeitet, sodass man eventuelle Technik nachrüsten kann, zum Beispiel eine Heizmatte im Terrarium. Einfach Kabel durch, anschließend fertig. So, das ist die Decke. Kommen wir zur Grundbeleuchtung. Ich habe hier drei Möglichkeiten für E27 Leuchtmittel. In Benutzung sind hier ein Spotstrahler, eine Tageslichtlampe mit 6500 Kelvin und eine UVB-Leuchte. Hier sieht man gut das Lüftungsgitter mit der Beregnungsanlage. In hohen Terrarien, die relativ schnell zuwachsen, hat man wenig Licht am Boden. Deswegen habe ich mich entschieden, hier eine vierte Leuchtquelle einzubauen und benutze noch eine Tageslichtlampe
auch mit 6500 Kelvin. Das Ganze von oben sieht dann so aus, mit drei Keramikfassungen für die E27 Birnen und einem Notaus, der die komplette Elektrik ausschaltet. Hier seht ihr die angesprochene Beregnungsanlage. Ich selber sprühe jeweils morgens und abends für eine Minute mit destilliertem Wasser. So verkalken die Düsen und die Schläuche nicht. Das Ganze gibt Luftfeuchtigkeit und auch Trinkwasser für die Tiere. Hier seht ihr übrigens einen Mehlkäfer. Sowas passiert, wenn Mehlwürmer nicht gefressen werden oder unverdaut wieder ausgespuckt werden. In der Rückwand selber gibt es 7 Möglichkeiten, um Pflanzen einzusetzen. Das Ganze funktioniert mit einem Abwassersystem. Ich habe hierfür Blumentöpfe und Aquarienschlauch verwendet, das Ganze abgedichtet, später mit Bauschaum stabilisiert, angebaut. Und wie man sieht, funktioniert das ganz gut. Insgesamt habe ich hier Platz für 5 kleine Blumentöpfe. An den Seiten habe ich noch 2 kleine Balkone gebaut. Dort habe ich Platz für weitere Pflanzen. Und das ganze Abwasser läuft in die Schläuche durch die Terrarienwand. Das Ganze seht ihr hier nochmal. Die Schläuche und das ganze System wurde natürlich relativ früh an die Rückwand gebaut. Und das ganze Abwasser landet links unten unterm Brunnen in der Ecke. Das zeige ich euch auch nochmal. So sieht das Ganze dann aus. 6 Schläuche für 7 Bepflanzungsmöglichkeiten. 2 wurden hier über einen Y-Adapter zusammengeführt. Das Ganze hier jetzt in der Praxis, wie ihr seht, funktioniert's. Oben Wasser rein und unten Wasser raus. Das war's auch schon wieder von mir. Wer Fragen hat, der fragt. Die technischen Details findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.